Moin Leute, was geht? In diesem Video will ich euch einfach mal die besten Fails bisher aus dem Jahr 2020 zeigen. Denn Rockstar hat mal wieder ganze Arbeit geleistet, um uns zu belustigen mit richtig geilen Fails, Bugs und so weiter und so fort. Natürlich im ersten Moment ist es nervig, aber hinterher kann man drüber lachen. Und da habe ich einfach mal geguckt, was ich da noch so abgespeichert hatte und zeige euch ein paar Dinge, die ich richtig witzig fand. Und fangen wir einfach mal gleich an mit den ersten Dingen. Das ist mir erst kürzlich passiert, nämlich eine schöne Bootlegger-Mission mit den Achim zusammen. Und zwar schieße ich hier mit der Schrotflinte auf die Destille und diese ist zerstört. Allerdings wird immer noch gezeigt, dass diese zerstört werden soll. Obwohl diese schon längst zerstört ist, natürlich. Es ist nervig und es funktioniert irgendwie gar nichts. Weil die ist offensichtlich kaputt. Hinterher noch schöne Dynamit und Brandsätze drauf gefeuert. Und irgendwann hat es dann geklappt. Aber es ist einfach witzig, wenn dann irgendwas nicht funktioniert. Also jeder kennt bestimmt diese Situation, dass alles halt überhaupt nicht klappt. So viel dazu, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar ist das einfach mal ein Baum, der nicht wirklich im Boden verwurzelt ist. Diesen findet ihr hier. Und dort sieht man einfach mal, dass dieser Baum schwebt und einfach keinen Bock auf Physik hat. Weil offensichtlich hat dieser Baum Superkräfte oder Rockstar hat halt irgendwo ein bisschen Mist gemacht. Oder natürlich, richtig witzig ist es, wenn das Pferd einfach festhängt und, naja, so Zuckungen hat. Auf jeden Fall richtig witzig. Was nervig ist, man kommt einfach nicht voran und fällt die ganze Zeit durch die Karte durch. Ja, man kennt's, die richtig schönen Updates von Rockstar, wo einfach mal gar nichts klappt. Auf jeden Fall, es ist witzig, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Meistens nicht im ersten Moment, sondern erst hinterher. Wenn man sich mit Kollegen unterhält, ist das richtig witzig, wenn man sich dann in einer Party unterhält und einfach so einen Fehler hat. Man macht sich die ganze Zeit darüber lustig. Es ist einfach witzig im ersten Moment. Natürlich, es nervt, dass man nicht vernünftig spielen kann. Aber man kann drüber lachen, weil es einfach ein richtig nicer Fail ist. Es ist ja nicht so, dass man dauerhaft stirbt, sondern einfach nicht vorankommt und durch den Boden durchfliegt. Und man kann einfach nur hoffen, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Und falls doch, kann man darüber gerne mal lachen. Ist definitiv witzig. Aber genug durch die Karte durchgefallen. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und dieser ist auch aus einem richtig nice Update von Rockstar. Nämlich das Einhorn. Ja, es gibt ein Einhorn. Nein, Spaß. Ist ein Pferd mit einer Pferdemaske, was einfach auf der Stelle rumrennt und durch die Luft fliegt. Ist auch witzig anzusehen, dass halt irgendwie gar nichts klappt. Naja, zum Glück ist das ja nicht mehr der Fall und falls ihr jetzt ein Einhorn seht, dann solltet ihr das fangen, zähmen, dann habt ihr das ultimative Monsterpferd. Damit könnt ihr einfach alles machen, was ihr wollt. Und ja, ist definitiv witzig, wenn halt alles überhaupt nicht funktioniert. Aber machen wir einfach weiter mit dem nächsten Fail. Und zwar mit dem blinkenden Pferd. Ist das Disco-Pferd, man kennt's. Ist auch so richtig Premium. Ist auf jeden Fall witzig anzuschauen, dass das Pferd einfach durchsichtig wird und dann wieder sichtbar. Keine Ahnung, was Rockstar da falsch gemacht hat, aber witzig ist es. Was natürlich auch richtig witzig ist, wenn einfach außen nichts dutzende Kutschen spawnen und übereinander und dann explodieren und gibt es dafür überhaupt einen Begriff, um das halt in Worte zu fassen? Es ist einfach komplett broken und es funktioniert irgendwie nichts. Es sieht witzig aus, ist aber komplett sinnfrei, ich weiß nicht. Also die Leute bei Rockstar haben da definitiv richtig geile Arbeit geleistet, also ich feiere es immer noch. Es ist schon, keine Ahnung, ein, zwei Monate her, wo das war und es ist immer noch witzig, wenn man sich das im Nachhinein anguckt, weil einfach gar nichts funktioniert. Kutschen überall und naja, es ist halt wirklich witzig anzuschauen, dass die Kutschen einfach außen nichts spawnen übereinander und die Pferde dann
sterben und auf einmal wieder voll da sind, keine Ahnung. Also mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach diese Kutschen-Explosions-Duplikations-Dings, keine Ahnung. Es ist halt, ja, man sieht es einfach, es ist halt komplett sinnfrei. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Zum Lachen, definitiv ist es witzig, aber ansonsten, es stört einfach nur. Also, keine Ahnung. Falls ihr irgendeinen Begriff dafür habt, wie man das nennen soll, Explosionspferde, Kutschen, Katapult, keine Ahnung, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was da alles zusammenkommt. Also, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und bevor ich mich weiter mit den Kutschen rumärgere, machen wir weiter mit den nächsten. Nämlich den kleinen Mini-Araber auf der Stelle Rennpferd Hugo. Ja, ist auch irgendwie ein bisschen zu klein für den Araber. Ist irgendwie so noch eine Nummer kleiner, keine Ahnung. Witzig, dass man die Pferde nicht reiten kann, wenn sie so kaputt sind. Hätte ich definitiv gefeiert. Man kann nämlich nichts damit anstellen. Also, es war richtig nice Zeit. Es war noch schlimmer als in der Beta-Phase. Aber es war sau lustig, wo halt überhaupt nichts funktioniert hat. Auf der einen Seite hoffe ich, dass sowas nie wieder passiert. Auf der anderen Seite wäre es halt witzig, wenn sowas nochmal passiert, dass man einfach was zu lachen hat. Ja, man kennt's. Ist halt witzig. Aber ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch kommt. Und machen wir weiter mit dem nächsten Clip. Auch wieder durch ein super Update von Rockstar. Die Pferde, die Kutschen auf der Stelle ziehen. Also entweder sind die Leute auf der Kutsche einfach zu schwer oder das Pferd zu schwach oder es macht einfach gerade richtig krasse Übungen und trainiert halt die ganzen Beine, wer weiß. Natürlich gibt es dann auch noch andere Leute, wo halt das Pferd wirklich Übungen macht, weil kein zu schwerer Mensch drauf sitzt. Keine Ahnung. Man muss es nicht verstehen. Und dann gibt es auch wieder die Pferde, die halt wirklich nicht von der Stelle kommen, weil die Leute in der Kutsche einfach zu oft bei McDonald's waren. Ja, so viel dazu. Es ist einfach witzig. Und dann natürlich die Leute, die dann halt komplett lost sind und halt nichts können und keine Ahnung, die nicht mal aufstehen, die dafür zu blöd sind. Ich weiß es nicht, es ist einfach komplett dumm. Und dann halt wieder so eine Kutsche, wo halt irgendwie nichts funktioniert, weil das Pferd Unsterblichkeit ist und der Typ auf der Kutsche halt auch irgendwie so gar keinen Bock mehr hat und halt auch nichts macht. Und das Pferd, es backt die ganze Zeit wieder nach oben. Es ist einfach wirklich witzig, wenn halt irgendwie gar nichts klappt. Vor allem, man kann weder das Pferd töten, noch die Kutsche kaputt machen, noch den Typen darauf töten. Es ist halt komplett dumm und witzig und irgendwie so, keine Ahnung, also die Worte dafür, die müssen noch erfunden werden irgendwie, weil es gibt halt nichts, was so etwas beschreiben könnte, außer es ist kaputt, witzig, keine Ahnung. Es ist halt so komplett sinnfrei irgendwie. Aber natürlich war es das noch nicht komplett, denn einer meiner kompletten Favoriten kommt jetzt noch. Ja, die Straßen von Saint-Denis, wenn alles verbuggt ist, ist halt wirklich so eine Premium-Goldgrube, wenn es um Fails geht. Und da vorne ist auch schon mein Favorit, das Miniaturpferd. Es ist halt wirklich witzig und irgendwie auch niedlich, aber auch auf jeden Fall witzig. Und komplett gekillt hat mich dann halt jetzt das Pferd, was halt komplett am Eskalieren ist. Das Tanzende, das ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist halt das Pferd, das hat mich übelst kaputt gemacht. Nee, also dafür habe ich jetzt wirklich keine Worte mehr. Für alle, die es interessiert, das ist jetzt auch der letzte Clip, den lasse ich jetzt komplett durchlaufen. Und ja, es ist halt komplett
komplett lost, witzig, keine Ahnung, das Pferd hat mich wirklich den Abend komplett kaputt gemacht, also ich hab's übelst gefeiert, wurde glücklicherweise aufgenommen, weil das hätte mir sonst keiner geglaubt. Oder vielleicht doch, wenn ich gesagt hätte, ja, Red Dead, Rockstar Game, naja, aber, naja, es ist halt komplett witzig, wenn halt so Fails passieren, also das waren so meine Favoriten an Fails. Im Jahr 2020, es ist halt komplett witzig, was da so passiert. Vielleicht kommt die nächsten Wochen noch irgendwas, was komplett lost ist und was auch irgendwie erwähnenswert wäre. Auf jeden Fall, es ist halt witzig, wenn sowas passiert. Wie gesagt, manchmal ärgerlich, manchmal auch komplett witzig. Und naja, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch so kommt an Content. Hoffentlich nicht nur legendäre Tiere, sondern irgendwas Erfreulicheres. Ich bin gespannt, was das Halloween-Update bringt, weil davon hoffe ich halt, dass irgendwie was wirklich Nices kommt und nicht irgendwie eine legendäre Fledermaus, Batman oder irgendwie sowas, weil, naja, da hätte ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf, weil noch einen Mantel kann ich nicht gebrauchen, wird auf Dauer zu teuer, weil Rockstar muss definitiv was tun, irgendwas. Weil auf ein kaputtes Update haben wir keine Lust, definitiv nicht. Und was wir brauchen, ist halt vernünftiger Content. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ansonsten soll es das auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar witzige Clips dabei. Wahrscheinlich das Pferd zum Schluss hat jeden gekillt. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao.